Internationaler Flottenverband bahnt sich den Weg durch die Ostsee. An der Operation Open Spirit nehmen auch Minenjagdboote der deutschen Marine teil. Vor der Küste Lettlands durchkämmen sie den Meeresboden nach explosiven Seeminen, die während des Zweiten Weltkrieges hier gelegt wurden. Der Job ist riskant, denn die Minen haben auch nach 60 Jahren nichts von ihrer Sprengkraft eingebüßt. Tobias Voss ist Kommandant auf der Passau, dem modernsten Minenjagdboot der deutschen Marine. Der junge Kapitänleutnant befehligt eine Besatzung von 43 Mann. Alle 6 Stunden ist Schichtwechsel. Längere Konzentrationsphasen sind kaum möglich. Während der Operation muss die Passau ein Feld von 1x2 Seemeilen absuchen. Dafür wird sie eine Woche brauchen. In der Operationszentrale unter Deck wird die Minenjagd koordiniert. Mit ständig wachem Blick müssen die Soldaten die Informationen überwachen, die ihnen die Sonargeräte liefern. Ständig werden Schallwellen vom Kiel des Schiffes in Richtung Meeresboden gesendet. Kein noch so kleines Signal darf übersehen werden. Die Minensuche erfordert unglaubliche Geduld, denn jedes am Meeresboden identifizierte Objekt muss daraufhin interpretiert werden, ob es sich um eine Mine handeln könnte oder nicht. Eine schier unmögliche Aufgabe. Doch das Einsatzgebiet der Passau birgt noch eine zweite große Herausforderung. Hier in diesem Gebiet haben wir einen sehr hohen Steinanteil auf dem Boden. Wir haben einen sehr harten Boden, der gut reflektiert, aber leider sehr viele Steine, die von der Größe Minenkontakten entsprechen, sodass wir einen sehr hohen Zeitbedarf brauchen. Um das schwierige Einsatzgebiet abzusuchen, sind die Soldaten zudem darauf angewiesen, dass ihre technischen Anlagen einwandfrei funktionieren. Mehrmals täglich werden deshalb die Sonargeräte kalibriert. Eine Sonde misst Wassertiefe, Temperatur und vor allem den Salzgehalt. Ein entscheidender Parameter. Salzschichten sind für den Schallstrahl wie kleine Spiegelflächen, sodass der Strahl wieder zurück zur Wasseroberfläche geworfen wird und damit nicht am Meeresboden ankommt und wir dann auch die Minen, die am Meeresboden liegen, nicht finden können. An Bord der Passau befinden sich auch moderne Hochleistungsdrohnen. Sie kommen zum Einsatz, wenn verdächtige Objekte am Meeresboden genauer untersucht werden sollen. Die kleinen Unterwasserfahrzeuge lassen sich vom Kommandostand aus steuern. Sie sind mit Kamera und Scheinwerfer ausgestattet. Über ein Lichtleiterkabel ist die Drohne mit dem Mutterschiff verbunden. Etwa eine Stunde kann die Drohne, genannt Seefuchs, unter Wasser bleiben. Vor dem Abschuss halten die Soldaten die genauen Koordinaten fest, für den Fall, dass der Seefuchs verloren geht. Drohne zu Wasser. Die Minenjagd kann beginnen. Die internationale Operation Open Spirit, an der Schiffe aus 12 Nationen teilnehmen, steht unter deutschem Kommando. Das Versorgungsschiff Rhein dient als Führungsplattform. Neben den Marinesoldaten kommt es besonders auf ihn an. Der Militärhistoriker Uwe Wichert kennt als einziger an Bord Lage und Art der gefährlichen Seeminen, die in 2 Weltkriegen hier geworfen wurden. Im Juli 1941 vermint Hitlers Kriegsmarine die komplette Ostsee. Der Minengürtel, die sogenannte Wartburgsperre, reichte von der baltischen Küste bis nach Schweden. Insgesamt warfen die Kriegsparteien 60.000 Minen in die Ostsee. Noch heute eine unberechenbare Gefahr. Kapitänleutnant Wichert weiß aus alten Geheimakten, wann und wo die Minen deponiert wurden. In der Ostsee, so vermutet er, liegen heute noch etwa 2.000 Stück davon. Die Zündtechnik gerade dieser 60 Jahre alten Minen ist so solide, dass die meisten von ihnen auch heute noch explodieren könnten. Also generell, Munition ist immer gefährlich, egal wie lange sie schon vorhanden ist, wie lange sie da ist. Es gibt sicherlich Unterscheidungen, dass man sagt, eine Munitionsart, eine Zündart ist etwas gefährlicher. Hier muss man
ganz besonders sehen, Minen mit Pendelstoßzündung oder mit Elektrolytzünder. Das heißt, die haben eine Trockenbatterie, einen Elektrolytzünder, der dann beim Zerbrechen dieses Gefäßes in die Trockenbatterie läuft und einen elektrischen Zündimpuls auslöst. Diese Minen können auch heute noch gefährlich sein, da sie sich durchaus umsetzen können. Die Ostsee, ein gefährliches Gebiet. Auf dem Meeresgrund liegen aber nicht nur alte Seeminen. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden hier etwa 30.000 Tonnen chemische Kampfstoffmunition verklappt. Das gesamte Arsenal, Sprengköpfe, Granaten und Fässer, liegt am Meeresgrund. Wissenschaftler vom Institut für Ostseeforschung gehen seit Jahren der Frage nach, wie sich die Kampfstoffmunition auf dem Ostseeboden verhält. Auf den offiziellen Seekarten sind die meisten Verklappungsgebiete eingezeichnet. Ankern und Fischen ist hier verboten. Doch die Strömung der Ostsee könnte dafür gesorgt haben, dass die Munitionsbehälter verdriftet und mittlerweile ganz woanders zu finden sind. Jan Harf und seine Kollegen haben dies untersucht. Sie sind der Meinung, dass ein Großteil der Lagerstätten gut gewählt wurde und die Kampfstoffe dort sicher sind. Relativ. Wir haben in den tiefen Becken, das sind nämlich genau diese Becken, in die man auch gegangen ist mit der Verklappung, den Zielgebieten, dort haben wir relativ ruhige Verhältnisse am Meeresboden, dort kommt es auch zur Ablagerung feinkörniger Sedimente. Wir nennen sie in diesem Falle in der Ostsee Schlick. Und in diesem Sediment liegt dieses Material, auch was man dort einbringt, relativ sicher. Denn in den meisten dieser Beckengebiete hat man tatsächlich ruhige Verhältnisse am Meeresboden, keine Einwirkung von Wellen und geringe Strömungen nur. Und deshalb nehmen wir auch an, dass diese Munition, die dort verklappt wurde, dass die ganz langsam im Sediment versinken. Der Hafen von Wolgast auf Usedom. Auch von hier starteten 1947 gecharterte Schiffe, um Kampfstoffmunition in die Nähe von Bornholm zu bringen. Doch nach Zeugenaussagen von Besatzungsmitgliedern haben viele der Schiffe ihr Ziel nie erreicht. Von Wolgast aus schlugen sie zwar die vorgegebenen Routen ein, doch bereits unmittelbar nach Verlassen des Hafens wurden viele Tonnen Kampfstoffmunition direkt vor der Küste von Usedom verklappt. Eine für die Wissenschaftler alarmierende Nachricht. Dann müssen wir das gesamte Gebiet, das wir sehr genau eingrenzen können, diese Route, wirklich Stück für Stück anschauen. Wir wissen ja nicht, wo ist etwas über Bord gegangen. Das Problem der giftigen Kampfstoffe im Meer ist seit Jahren bekannt. Doch niemand kennt den aktuellen Zustand der Transportbehälter. Aufschluss erhoffen sich die Forscher vom Ostsee-Institut von russischen Kollegen, die einzigen, die über Videoaufnahmen aus der Gefahrenzone verfügen. Die Bilder sind alarmierend. Zerborstene Container, von Rost zerfressen. Wohin ist der Inhalt inzwischen getrieben? Wo stecken die Granaten? Irgendwo auf dem Grund der Ostsee, teils direkt vor der Küste, schlummert das gesamte Arsenal der deutschen Chemiewaffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie Phosgen, Tabun, sogar Senfgas. Dieses löst sich nicht im Wasser auf. Die Giftwirkung bleibt erhalten. Die Russen wissen um die Brisanz ihrer Erkenntnisse. Leute aus dem Fischereigeschäft sagten uns, sprechen Sie nicht darüber, sonst zerstören Sie das Fischerei- und das Tourismusgeschäft. Das ist hochpolitisch. Fischfang in Ostseegewässern nicht ohne Risiko. 2001 wird eine Spezialeinheit der dänischen Marine gerufen, um eine Giftgasbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zu entschärfen. Die Männer in ihren luftdichten Spezialanzügen bereinigen das Problem auf ihre Art. Bislang gibt es keine politischen Pläne, die chemischen Kampfstoffe in der Ostsee zu bergen. Bei den Seeminen ist das anders. Die verseuchten Küstengebiete des Baltikums, die auch von zahlreichen Fährlinien gekreuzt werden, sollen Stück für Stück abgesucht werden. Dieses Jahr konzentriert sich das Manöver auf die Bucht von Riga. In der Operationszentrale der Passau sitzen die Männer immer noch gespannt vor den Monitoren. Langsam bewegt sich der losgeschickte Seefuchs in die Nähe des unbekannten Objektes und liefert seinem Mutterschiff das Kamerabild. Die Drohne wird per Hand navigiert. GPS funktioniert unter Wasser nicht. Plötzlich meldet das Nasonar des Seefuchs den anvisierten Kontakt. Die Kamera liefert das Bild dazu. Die
Die Männer im Leitstand sind nicht ganz sicher. Das aufgespürte Objekt sieht einer Mine ganz ähnlich. Schließlich das ernüchternde Ergebnis. Nee, hier sieht man es deutlich anders. Also ja, ein Steinfeld. Ja. Gut, identifiziert als Stein. Minenjäger müssen Interpretationsarbeit leisten. Das war ein recht vielversprechendes Objekt und es war ein großer Stein, ein sehr großer Stein, den wir da gefunden haben. Sah aus, wie hätte eine Mine, durchaus eine Mine sein können, aber wir verzagen nicht und machen da jetzt weiter und wollen heute noch eine Mine finden. Die Passau bleibt weiter auf Kurs. In diesem Jahr birgt die internationale Operation ganz neue Herausforderungen. Denn auf der Brücke des Führungs- und Versorgungsschiffes Rhein steht zum ersten Mal auch ein russischer Verbindungsoffizier. Er soll die Kommunikation zu seinen Booten sichern. Die Kooperation ist nicht ganz einfach. Wir arbeiten ja jetzt den ersten Tag mit denen zusammen. Man muss die richtigen Frequenzen finden, man muss die technischen Einstellungen vornehmen. Das klappt auf der einen Frequenz schon ganz gut, aber auf der Frequenz, wo das geplant war, eben noch nicht. Auch das ist nachher unter vier Augen oder mit persönlichem Kontakt wesentlich besser zu klären. Für den Abend ist ein Zusammentreffen auf hoher See geplant. Die Alexei Lebedev soll längsseits genommen werden. Trotz langsamer Annäherung der vormaligen Gegner herrscht auf beiden Seiten nach wie vor große Skepsis. Durch ein notdürftig zusammengeschweißtes Kupplungsstück auf russischer Seite sollen am Abend 8000 Liter deutsches Dieselöl gepumpt werden. Eine scheinbar banale Übung. Für die Soldaten auf beiden Seiten eine der wenigen Möglichkeiten überhaupt, einmal zusammenzuarbeiten. Am nächsten Morgen das tägliche Briefing. Wie bei der NATO üblich, wird es auch hier in Englisch abgehalten. Fregattenkapitän Andreas Stricker ist der militärische Befehlshaber der Operation. In den Szenarien der deutschen Marine spielt auch die aktuelle Bedrohung durch Minen eine große Rolle. In einem Planspiel wird analysiert, welche Gefahr von Seeminen im Suezkanal ausgehen könnte. Jemand, der eine Mine zum Beispiel im Suezkanal oder mehrere in geringer Anzahl einsetzen würde, würde damit erhebliche Folgen verursachen. Niemand weiß, wie viele Minen gelegt werden. Bereits das Finden einer Mine führt zu einem erheblichen Aufwand, um die Sicherheit der Seeschifffahrtsstraßen wiederherzustellen. Insofern ist die Mine eine Waffe, die ja die Geografie verändert. Und eine so schmale Geografie wie zum Beispiel der Suezkanal würde damit komplett gesperrt werden und das für einen erheblichen Zeitraum. Wie sollen Minen unschädlich gemacht werden, die in der Nähe einer Unterwasserpipeline oder in einem Hafenbecken gelegt wurden? Genau für diesen Fall trainiert eine Spezialeinheit der Marine in der Eckernförder Bucht. Es sind Minentaucher. Michael B. ist einer von ihnen. Sein wahrer Name darf nicht genannt werden. Seine Anonymität soll ihn bei Einsätzen im Ausland schützen. Mit an Bord hochexplosive Fracht. Voll funktionsfähige Minen, an denen heute geprobt werden soll. Nur der Zündimpuls ist deaktiviert. Hauptbootsmann Gisbert Spiekermann hat das Kommando. Er lässt eine Mine mit 500 Kilogramm Sprengstoff ins Wasser werfen. Sie soll später von den Tauchern entschärft werden, unter möglichst realen Bedingungen. Michael B. bereitet plastischen Sprengstoff vor. Damit soll die Seemine unschädlich gemacht werden. Zündimpulse von Seeminen reagieren auf kleinste akustische Reize. Sich ihnen geräuschlos zu nähern, ist überlebenswichtig. Die Minentaucher arbeiten deshalb mit einer Spezialausrüstung. Besondere Atemgeräte filtern die Abluft und führen sie ins Gerät zurück. Denn schon das Geräusch von Luftblasen könnte die Mine auslösen. Die Handhabung des neuen Tauchgerätes ist nicht ungefährlich. Erst vor wenigen Wochen kam ein Minentaucher der Marine beim Manöver vor Gibraltar damit ums Leben. Warum das neue Atemgerät versagt hat, wird noch untersucht. Auch magnetische Impulse können Seeminen auslösen. Die gesamte Ausrüstung ist deswegen aus amagnetischem Material. Doch schon die kleinste Berührung kann über einen hochempfindlichen Sensor die Seemine zur Explosion bringen. Das Entschärfen von Seeminen ist lebensgefährlich, auch beim Übungseinsatz.
ganz modernen Minen bleibt natürlich ein Restrisiko, selbstverständlich. Aber man versucht das dann mit einer Detonation, mit einer Detektion, mit Aufklärung und mit Informationen, die man vorher über diese Mine hatte, dann möglichst auszuschließen, dass dann noch eine Gefahr von der Mine ausgeht. Es beginnt ein hochkonzentriertes Duell, Taucher gegen Mine. Der Sprung ins Wasser ist die letzte Aktion, die Lärm verursachen darf. Die Taucher müssen trainieren, sich so lautlos und behutsam wie möglich zu bewegen. Der Zündimpuls der Mine wird genauso behandelt, als sei er scharf. Die Minentaucher proben heute für ein Szenario, in dem nur sie eingesetzt werden können. Ihre Aufgabe besteht darin, eine Mine unschädlich zu machen, ohne dass der gesamte Sprengstoff zur Explosion gebracht wird. Werden Minen in Häfen oder in die Nähe von Überseekabeln gelegt, ist dies die einzige Möglichkeit, die Gefahr zu bannen. Michael B. erreicht die sogenannte Ankertaumine. In 8 Meter Wassertiefe hält ein Anker sie in Position. Der Minentaucher der Eliteeinheit muss die kleine Sprengstoffmenge von 500 Gramm so präzise anbringen, dass nur der Zündimpuls zerstört wird. Nach dem Auftauchen bereiten die Minentaucher die erste Sprengung vor. Sprengung ca. 30 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Zündung. Zwar sind tatsächlich die 500 Gramm Sprengstoff explodiert, doch etwas ist schiefgegangen. Die Mannschaft fährt eilig zum Führungsschiff zurück. Der Sprengstoff aus der Mine beginnt zu brennen. Ein äußerst seltenes Phänomen. Wir haben also ein sprengtechnisches Öffnungsverfahren versucht und durch dieses sprengtechnische Öffnungsverfahren hat sich der Sprengstoff entzündet. Der Sprengstoff hat also einen recht hohen Sauerstoffanteil oder Sauerstoffüberschuss und dadurch hat sich der Sprengstoff selbst unter Wasser entzündet und brennt jetzt langsam unter Wasser ab. Nach einer halben Stunde ist das Feuer erloschen. Doch niemand weiß, ob der Sprengstoff sich tatsächlich komplett umgesetzt hat. Die Soldaten tauchen nochmals ab. Eine heikle Situation. Nach dem Zwischenfall ist unklar, was sie vorfinden werden. Wie geplant ist die Mine voll Wasser gelaufen und zu Boden gesunken. Zur Sicherheit muss noch der restliche Sprengstoff vernichtet werden. Jede Detonation beobachten die Männer mit Respekt. Sie wissen, eine einzige Mine hat genug Sprengkraft, um ein Kreuzfahrtschiff zu versenken. Die Explosion wird kilometerweit zu spüren sein. Die Mine setzt sich um, der Sprengstoff verbrennt innerhalb von kürzester Zeit und es entsteht eine riesige Gasblase. Durch die Ausdehnung der Gasblase entsteht eine starke Schlagwirkung auf die Umgebung. Das Wasser lässt sich nicht komprimieren, deshalb gibt es diesen Druckimpuls weiter. Und auf einen Schwimmer bzw. auf einen Taucher würde dann natürlich diese Kraft einwirken. Und deshalb haben wir die Vorschrift, innerhalb von 2 Seemeilen dafür zu sorgen, dass sich kein Schwimmer oder kein Taucher im Wasser befindet. Sprengung in 10 Sekunden. Erst jetzt sind sämtliche Reste der 500 Kilogramm Mine zerstört. Für heute ist die Mission erfüllt. In der Ostsee suchen die Marineeinheiten weiter mit schwerem Geschütz nach alten Seeminen. An Bord der Passau ist man zuversichtlich. Obwohl bislang noch keine Mine in den Tiefen der Ostsee aufgespürt wurde, ist die Mannschaft mit voller Konzentration dabei. Alle paar Minuten tauchen neue Signale auf den Monitoren auf. Die Rituale wiederholen sich. Jeder neue Kontakt muss analysiert werden. Kapitänleutnant Arne Krüger interpretiert eine Nahsonaraufnahme als mögliche Mine. An Oberdeck wird die scharfe Drohne klargemacht.
Der Pinguin ist weitaus größer als die kleineren Verwandten, die zur Aufklärung dienen. Das Unterwasserfahrzeug kann auch bei schwerem Seegang eingesetzt werden. Nach der Mission soll es zum Mutterschiff zurückkehren. Die Mechaniker überprüfen ein letztes Mal sämtliche Funktionen. Dann wird der Pinguin kampffähig gemacht. Aus dem Waffenmagazin fahren die sogenannten Minenvernichtungsladungen hoch. Zweimal 130 Kilogramm Sprengstoff werden an den Pinguin angekoppelt. Kapitänleutnant Arne Krüger gibt den Befehl zum Einsatz. Die schlagkräftigste Waffe der deutschen Minenjäger taucht langsam ab. Der Pinguin liefert seine Kamerabilder in den Leitstand. Dort kann seine genaue Position auf dem Sonarschirm verfolgt werden. Abstand Drohne Boot. 200 Meter. Doch auch diesmal haben die Minenjäger Pech. Wieder nur Steine. Die Männer brauchen nicht frustriert zu sein. Auch diese von ihnen gesammelte Information wird verwertet und kann in Zukunft wichtig sein. Befehl, Drohne zum Boot zurückführen. Alle minenähnlichen Kontakte oder Steine, die wir finden, werden von uns untersucht, werden dann klassifiziert bzw. als Stein dann auch identifiziert durch eine Videokamera. Und das speichern wir auch im Computer, wird dann an eine Landdienststelle weitergegeben, sodass auch Folgeoperationen später diese Daten nutzen können. Und wenn dann irgendwann im hoffentlich nicht eintretenden Fall Minen hier geworfen werden, kann man direkt unterscheiden, das ist ein Stein und dieser Kontakt war damals nicht da. Das könnte jetzt eine Mine sein, was dann künftige Minenjagdoperationen deutlich beschleunigen würde. Die Passau setzt ihre Mission weiter fort. Vorerst wird der Pinguin wieder an Bord genommen. Minenjagd ist eine aufwendige Sache. Über 500 Mann Besatzung durchqueren hier die Ostsee, um Minen zu finden. Wie könnte die Zukunft aussehen? In den Laboren der Bundeswehr arbeitet man bereits daran. Bei der Wehrtechnischen Dienststelle in Eckernförde wird ein völlig neuartiges Minensuchsystem erprobt. Dieses autonome Unterwasserfahrzeug, kurz AUV, soll die Erkundung am Meeresboden eines Tages selbstständig durchführen. Dabei könnte nur ein einziges dieser Fahrzeuge die Arbeit von etwa 50 Soldaten übernehmen. Noch ähnelt das Gefährt namens Maridan auf der Werkbank von außen einer Seifenkiste. Doch im Innern steckt jede Menge Hightech, damit das Mini-U-Boot in Zukunft Minen orten kann. Die Bundeswehr prüft seit mehreren Jahren die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Vor allem die Navigation stellt eine große Herausforderung dar. Unter Wasser herrschen völlig andere Gesetzmäßigkeiten. GPS funktioniert schon ab einem Meter Wassertiefe nicht mehr. Am Ende der Pier ist der mobile Leitstand installiert. Klaus Nawold leitet das Maridan-Projekt. Die AUVs können nicht nur selbstständig arbeiten, sie bieten auch andere Vorteile. Wir sehen ein besonderes Aufgabengebiet für die Detektion von Minen, die man normalerweise sehr, sehr schwer erkennen kann. Das sind neue Minentechnologien, mit denen wir rechnen müssen in Zukunft, die durch ihre Formgebung zum Beispiel verhindern, dass man sie detektieren kann, die unter anderem die Möglichkeiten bieten, dass sie sich in den Boden eingraben, in den sandigen Boden eingraben. Und dadurch sind sie durch herkömmliche Mittel überhaupt nicht detektierbar. UVs bieten durch die Möglichkeit, relativ dicht am Boden entlang zu fahren, mit besonders ruhigen Antennen die Möglichkeit, mit sehr hoher Auflösung solche Minen zu detektieren. Das Experimentalfahrzeug der deutschen Marine wiegt 1700 Kilogramm und lässt sich nur mit einem Kran bewegen und zu Wasser lassen. Dafür kann es in Tiefen bis zu 300 Metern abtauchen und sich 20 Stunden lang völlig selbstständig bewegen. Die allerersten Meter im Hafenbecken fährt der Maridan noch ferngesteuert. Ist die
die Leine eingeholt, übernimmt er selbstständig die Kontrolle. Der Maridan hat eine hohe Navigationsgenauigkeit. Auf einer Strecke von 1000 Metern weicht er nur wenige Zentimeter vom Kurs ab. Unter Wasser fährt er seine Planquadrate ab, genauso wie ein großes Minenjagdboot. Im mobilen Leitstand überwachen Klaus Nawold und sein Kollege die Daten der zurückliegenden Mission. Die Bundeswehr stellt hohe Ansprüche an den Maridan. Mit ausgereifter Batterietechnik sind Einsätze geplant, die Tage oder Wochen dauern können. Die Sensorik muss so ausgefeilt sein, dass das Fahrzeug in der Lage ist, selbstständig Hindernissen auszuweichen. Und schließlich soll es zeitraubende Aufklärungsarbeit leisten, mit der bislang ganze Einheiten befasst sind. Die Fahrzeuge sollen natürlich in der Lage sein, auch in fremden Gebieten zurechtzufinden. Wir möchten auf der einen Seite natürlich den Fahrzeugen mitgeben, dass sie sich also in einem Gebiet bewegen sollen, wo keine Seekarten vorliegen. Wir möchten darüber hinaus aber auch, dass die Fahrzeuge selbst Daten mitbringen aus den Gebieten und entsprechend dann eben dazu beitragen, dass man eben diese Gebiete eben genauer untersuchen kann hinsichtlich eben der Minen. Für die Zukunft sagen die Forscher den Einsatz ganzer Schwärme von AUVs voraus. Bis es soweit ist, müssen nach wie vor Menschen und Schiffe die gefährliche Minenjagd erledigen. Die Operation Open Spirit in der Ostsee geht zu Ende. 10 Tage lang hat der internationale Flottenverband Minen gesucht und bei seinem Einsatz insgesamt 32 Minen gefunden und auch unschädlich gemacht. Noch am letzten Tag wird eine Minenvernichtungsladung neben einer Ankertaumine aus dem Zweiten Weltkrieg deponiert. Aus der Ferne lässt sich das explosive Schauspiel beobachten. Allein in diesem Jahr haben die Minenjäger in der Ostsee 20 Tonnen gefährlichen Sprengstoff vernichtet. Nächstes Jahr werden sie wiederkommen. Etwa 2000 Minen werden noch am Grund der Ostsee vermutet. Weitere